Nach 3 Jahren Corona-bedingter Pause kann die Außerferner Jägerschaft jetzt endlich wieder eine sogenannte Pflichttrophäenschau abhalten. Bei dieser Veranstaltung wird aber auch Rückschau der abgelaufenen Jagdjahre gehalten und ist zugleich auch eine Leistungsschau der Außerferner Jägerschaft. Und alle Details dazu, die zeigen wir euch jetzt. Es erfüllt mich wahrlich mit Freude, dass wir nach 4 Jahren endlich wieder eine Trophäenschau abhalten können, die den notwendigen und direkten Austausch zwischen Jagd und Naturinteressierten ermöglicht. Ich bin für mich sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden mit den Leuten. 420 Jägerinnen und Jäger sind da. Bin ich sehr zufrieden und die Veranstaltung war, glaube ich, sehr gut. Ein Thema, was heute angesprochen wurde, nicht nur von Ihnen, sondern auch von seitens politischen Vertretern, ist ja das Freizeitverhalten, was ja massiv in den letzten Jahren geändert hat, was natürlich auch Jagd und Forst stark beeinträchtigt. Ja, das Freizeitverhalten ist immer das große Thema. Natürlich, ich würde daher schon sagen, dass einfach ein bisschen eine Rücksichtnahme aller Naturnutzer wäre da sicher von Vorteil. Da braucht es natürlich auch ein bisschen Wissen. Und darum freut es mich auch, dass immer sehr viele Naturinteressierte die Jagdkarte machen. Summa summarum heuer 36. Ich habe kurz durchgefragt, ich glaube, die Hälfte will überhaupt das Gewehr in die Hand nehmen. Umso mehr freut es mich dann auch, dass diese Leute in der Natur unterwegs sind und die Natur auch verstehen. Jetzt einmal bewusst, dass im Tourismusland Tirol ein Teil der Bevölkerung vom Tourismus lebt. Aber dennoch muss es eine Möglichkeit geben, die bescheidenen Ansprüche der Wildtiere zu berücksichtigen und ihnen eine Überlebenschance zuzugestehen. Das ist ein schwieriges Thema, weil jeder weiß, dass die Alpen eigentlich, der Tourismus lebt von den Alpen mehr oder weniger. Jeder Dritte lebt in Tirol vom Tourismus. Da gibt's halt, soll es halt Regelungen geben, auch natürlich das, was wir jetzt machen mit dem Projekt im Lechtal, Skitourenlenkung aufklärend einzuwirken. Ich glaube halt schon, dass ohne so wie es in Graubünden ist, dass man die Leute darauf hinweist und Wildruhezone macht, das auch mit der Bezahlung, dann mit der Strafzahlung folgt, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Einfach eine perfekte, organisierte Trophäenschau, eine beachtliche Leistung der Jägerschaft hier heraus. Man merkt, dass das jener Bezirk ist, wo die meisten Berufsjäger tätig sind. Und dafür, sage ich mal, ein sakrisches Vergeltsgott, ein kräftiges Weidmannsheil, auch aber allen von unseren Jagdpächtern, ja, die also da in sehr, sage ich mal, prominenter Zahl, ja, vorhanden sind und die eigentlich das ganze Jagdsystem aufrechterhalten. Der Landesjägermeister hat ja nicht nur die Grüße seitens des Landesjägersverbandes überbracht, sondern natürlich auch auf ein paar kritische Themen eingegangen, welche derzeit nicht nur Jagd, sondern auch Forst und die Öffentlichkeit beschäftigt. Sie haben unter anderem gemeint, es weht derzeit ein eisiger Wind entgegen. Ja, wir haben ja zum Beispiel in Österreich diesen Forst-Jagd-Dialog, ja, und wo wir einfach uns mit dem Forst abstimmen, wo, an welchen Schrauben können wir drehen, um also den Wildeinfluss zu minimieren. Und ich merke, dass dort der Ton rauer wird. Es wird für den Forst eine Riesenherausforderung, den Wald umzubauen in einen klimafitten Wald. Das wird nicht sehr leicht. Und wenn es nicht gelingt, und das wird natürlich gewisse Schwierigkeiten auch mit sich bringen, dann wird man uns die Schuld in die Schuhe schieben. Und davor fürchte ich mich ehrlich
Sie haben ja unter anderem gemeint, also weil Sie den Waldumbau angesprochen haben, wenn man jetzt eine neue Baumart pflanzt, ist das oder bedeutet das für das Wild so quasi eine Delikatesse, weil es eben was Neues ist? Richtig. Das ist, es kommt natürlich auf die Baumart drauf an, aber im Wesentlichen wird also jede neue Pflanze, die kommt, ein Leckerbissen für das Wild werden. Ja? Und deshalb bin ich der Meinung, müssen wir natürlich weiterhin an den Wildständen regulieren, Maßnahmen setzen, gar keine Frage. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch an den Schutz dieser Pflanzen bzw. Jungbäume denken. Und da gehen die Meinungen halt doch etwas auseinander. Ja, für mich einen sehr hohen Stellenwert. Es wissen ja einige Menschen bei uns im Bezirk, dass ich eine Jägertochter bin und von daher mit der Jagd und natürlich auch mit Trophäenschauen aufgewachsen bin und mir wirklich einfach das Herz lauter schlägt und schneller schlägt, wenn ich solche Tafeln mit Trophäen sehe. Und wie du jetzt schon gesagt hast, war jetzt hier jahrelang keine Trophäenschau. Von daher ist natürlich umso schöner und freut man sich umso mehr, dabei sein zu dürfen. Schauen wir, dass wir die Leistbarkeit für unsere heimischen Jägerinnen und Jäger weiterhin beibehalten. Schauen wir, dass wir nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Qualität der Bejagung des Wildes und unserer Wälder im Land Tirol beibehalten. Ja, tatsächlich mein erstes Mal heute im Bezirk aus der Ferne. Und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung des neuen Bezirksjägermeisters, dem ich an dieser Stelle sehr herzlich gratuliere zu dieser überaus gelungenen Trophäenschau 2023. Sie haben ja nicht nur die Grüße seitens des Landes Tirol überbracht, sondern natürlich sind auch auf einige Themen eingegangen, was die Jagd betrifft. Da gibt es doch einige Sachen, die die Jägerschaft sehr unter die Nägel brennt. Ja, das glaube ich auch und bin bekanntlich auch selber Obmann der heimischen Jagdgenossenschaft in meiner Heimatgemeinde und ich weiß sehr wohl, was die Jägerinnen und Jäger das ganze Jahr über leisten und entsprechend will ich mich auch oder werden wir uns auch als neue Tiroler Landesregierung für die Interessen der hohen Jagd in Tirol entsprechend einsetzen. Wenn ich höre, dass in Trentino dieser Problembär oder dieser Risikobär jetzt doch nicht getötet werden darf, weil schon ein Einspruch erhoben wurde, ja, da kann ich nur eines appellieren an alle Politiker, sich anständig ins Zeug zu legen. Ja, ich verwende lieber den Ausdruck Großraubwild, weil es ist Raubwild. Und wir warnen seit 10 Jahren, auf eine unkontrollierte Ausbreitung dieses Großraubwildes. Und ich habe auch seinerzeit nicht ausgeschlossen, dass es zu Zwischenfällen zwischen diesem Großraubwild und den Menschen kommt. Natürlich braucht man jetzt keine Panikmache durchführen. Ja. Das hat sich damals in Trentino um einen Risikobären gehandelt. Ja. Das ist fürchterlich tragisch, sage ich ganz offen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass damit also eigentlich die Politiker in Brüssel wachgerüttelt werden sollten. Bin mir aber nicht sicher, ob das passiert. Ja, die großen Beutegreifer entzweit natürlich die ganzen Lager, die ganze Gesellschaft. Schwierig für uns Jägerschaft. Meine persönliche Meinung ist immer so, also ich bin jetzt nicht der Picht, dass ich einen großen Beutegreifer erlegen muss. Aber natürlich, wir sind Partner mit der Landwirtschaft, mit dem Tourismus. Wir werden das auch machen. Sofern auch möglich. Aber in der nächsten Zeit wird es halt dann so werden, also so weit soll es nicht kommen wie im Trentino. Das müsst ihr auf jeden Fall verhindern, weil das menschliche Leben soll schon noch vor dem Leben eines Raubwildes stehen. Ja, ich glaube, wir haben zuletzt gesehen im Trentino das tragische Ereignis, wo ein Bär tatsächlich einen 26-jährigen Mann getötet hat. Und ich glaube, dass die Tiroler Landesregierung jetzt sehr rasch gehandelt hat in den letzten Wochen und Monaten mit der entsprechenden Novelle des Jagdgesetzes und der notwendigen Verordnung, sodass es bei Problemen raschestmöglich zur Entnahme dieser Wölfe oder eben anderer Beutegreifer kommt.
Vielleicht ganz kurz konkret, diese neue Novelle, was von der Landesregierung ja beschlossen wurde, wie schaut die konkret aus? Ja, ganz genau. Wir haben eben das Jagdgesetz novelliert und wir werden bei einem Zwischenfall bzw. bei zwei Auffälligkeiten ohne DNA-Probe raschestmöglich die Verordnung erlassen können, sodass die Entnahme ab Tag 1 möglich sein wird. Die Jagdgesetznovelle, was die Entnahme von Großraubwild betrifft, haben wir massiv mit dem zuständigen Landeshauptmann, Stellvertreter Ökonomierat Josef Geisler erörtert. Und er hat diese Jagdgesetznovelle so angepasst, so wie es der Tiroler Jägerverband gebeten hat. Also, da muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Das heißt, alle unsere Forderungen bzw. Vorschläge 1:1 umgesetzt, sodass also eine Entnahme eines allfälligen Problembären oder Problemwolfs oder Risikowolfs nach meinem Dafürhalten möglich ist, wenn wir ihn erwischen. Also das ist ein Thema, das uns ja schon seit einigen Jahren beschäftigt. Wolf und Bär kommen zurück in den Alpenraum. Das ist ja ein Stück weit auch gewünscht gewesen, aber mittlerweile haben sie sich doch in einer Art vermehrt, dass sie jetzt Schwierigkeiten machen, vor allem natürlich bei der Landwirtschaft oder der Landwirtschaft Schwierigkeiten machen. Und die Jäger und die Jagd ist aufgerufen, nach Möglichkeit mitzuhelfen, sofern so ein Tier abgeschossen werden darf. Und damit abgeschossen werden darf, braucht es einen rechtlichen Rahmen, weil diese Tiere ja sehr stark geschützt sind auf europäischer Ebene. Und diesen rechtlichen Rahmen zu finden, das ist gar nicht so einfach. Und das Land Tirol hat es jetzt aber geschafft, im Zuge einer Verordnung klar definieren zu können, wann ein Wolf abgeschossen werden darf. Und dann darf auch die Jägerschaft eingreifen und versuchen, dieses Tier auch zu erlegen. Wie wird dieses Thema, dieses Kapitel speziell jetzt in der Bundespolitik behandelt? Ja, es wird natürlich immer wieder an uns herangetragen und wir versuchen, die Bundesländer da bestmöglich zu unterstützen. Am Ende des Tages ist es aber eine Materie, die auf Landesebene gelöst werden muss, beziehungsweise der große Rahmen auf EU-Ebene verändert wird. Und wir versuchen natürlich von unserer Seite, was wir als Bundespolitik dazu beitragen können, möglichst Einfluss zu nehmen auf die zuständigen Gremien in der EU und eben auf Landesseite die zuständigen Landesregierungen bestmöglich zu unterstützen. Apropos Einfluss, und da hört man ja immer aus Seiten der Bevölkerung, die EU nimmt zu viel Einfluss auf unsere eigenen regionalen Verordnungen, Gesetze. Ja, die EU nimmt natürlich Einfluss auf unser Leben und wir versuchen von unserer Seite ja möglichst das Subsidiaritätsprinzip durchzusetzen. Bedeutet, die Dinge, die auf EU-Ebene für alle geregelt werden sollen, sollen dort geregelt werden und die Dinge, die besser in den einzelnen Bundesländern, in den Regionen geregelt werden sollen, die sollte man wieder sozusagen auch herunterbringen in der Möglichkeit, sie zu regeln. Da setzen wir uns sehr dafür ein, aber das ist natürlich ein bohrenharter Bretter, weil es da sehr viele unterschiedliche Interessen gibt. Und genauso ist es mit den NGOs. Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Vereine, die sich für Tiere einsetzen. Jetzt, wenn wir jetzt bei der Jagd bleiben, es gibt es natürlich auch im Bereich Energie, im Bereich Wasserkraft etc. Wird ja auch sehr stark diskutiert, aber jetzt eben auch im Bereich der Jagd sich für die Tiere einsetzen und die meiner persönlichen Meinung nach manchmal über das Ziel hinausschießen. Denn wenn so ein Tier Menschenleben gefährdet, so wie wir es jetzt auch erlebt haben im Trentino mit der Bärin, die einen Jogger umgebracht hat oder getötet hat, dann muss es Möglichkeiten geben, einzugreifen und wir können nicht jedes Mal zuwarten, bis ein Mensch stirbt. Da glaube ich, da schießen diese Organisationen übers Ziel hinaus und da muss man versuchen, einen Ausgleich zu finden und einen Weg zu finden, dass man natürlich in guter Kommunikation miteinander bleibt, dass natürlich Tiere auch vor dem Aussterben geschützt werden, dass aber der Lebensraum der Menschen so bleiben kann, wie er jetzt ist. Thank you.
Die Auszeichnung habe ich eigentlich gekriegt für meinen langjährigen Jagdpächter. Und ich denke, dass das sicher eine Sache war, wo jeder zufrieden war mit der ganzen Bewirtschaftung, der Jagd etc. und alles. Und wo befindet sich das Jagdrevier? Das Jagdrevier befindet sich in Mittereck, das ist am Ende vom Rotlechtal, das sind 750 Hektar ungefähr. Und ja, und das habe ich eigentlich ja schon über 40 Jahre gepachtet. Gell? Wie wird die Jagd betreut? Hat sie da mehrere benannt? Die Jagd betreue ich mit meinen Brüdern. Die sind ja meine Brüder, sie gehen mit auf die Jagd. Und noch, wir sind eigentlich zu sechst, wo das Jagd betreuen. Zu sechst betreuen wir das Revier. Gell? Alleine kannst du das nicht betreuen, das ist zu viel Arbeit. Gell? Wir sind aber alle gute Dinge und es sei auch unter anderem Jünger dabei jetzt. Wir sind schon ältere Jahrgänge, wir können das nicht mehr so viel bewältigen natürlich, aber es geht noch, gell? Mit 80. Wie gut ist die Jagd im Außerfern aufgestellt? Also ich bin sehr zufrieden. Wir haben sehr, sehr gute Jagdpächterinnen und Jagdpächter. Wir haben jetzt zum Teil 50 hauptberufliche Jagdschutzorgane, was auch heißt, dass 50 Familien da ernährt werden. Also vom Zusammenhalt her und vom Know-how, was die Jäger haben, bin ich sehr zufrieden. Es hat ja mal früher geheißen, ich weiß es nicht, ob es noch stimmt, früher hat es geheißen, dass Außerfern, wenn sie Kräuter hat, tirolweit den größten Berufsjägeranteil. Stimmt das noch? Das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben jetzt Berufsjäger im Bezirk sind es 41 und 9 hauptberufliche Jagdaufseher. Und auf das bin ich stolz, weil ich bin gleichzeitig auch Berufsjägervertreter vom Bezirk und das von Siri. Auch, dass man Ausbildungsplätze bekommt. Und das ist wichtig, weil neue Ideen, neue Leute haben gute Ideen, die braucht man. Apropos Ausbildungsplätze, wie schaut es da in Sachen Nachwuchs aus? Wir versuchen immer, wenn jetzt ältere, und Anführungszeichen, ältere Berufsjäger in das Rentenalter kommen, dass wir da sofort ausbilden, dass der Posten wieder neu besetzt wird. Ein Thema unter anderem auch diese Abschusszahlen. Wie schauen wir da aus? Das ist die Abschussplanerfüllung. Ich rede persönlich nicht gerne über das, weil ich will mich nicht reduzieren lassen auf die Abschusserfüllungen. Aber das heurige Jahr wäre sehr gut. Wir haben beim Rotwild 95%, beim Rehwild 93%. Das Gamsbild haben wir am Vortrag schon gehört, wird immer weniger. 80% habe ich damit kein Problem. Aber summa summarum bin ich sehr zufrieden, was die Abschussplanerfüllung betrifft. Das heißt im Klartext also seitens der Jägerschaft und Behörde sehr gutes Einvernehmen bzw. auch zufrieden mit den vorgegebenen Abschusszahlen. Also ich bin sehr froh, dass man auf der Behörde, sprich speziell mit dem Magister Geisler konnte und jetzt mit dem Thomas Springer ein gutes Team haben. Da ist Vertrauen, Ehrlichkeit da. Da kann man zusammenarbeiten. Ich möchte auch erwähnen, dass der Letztjährige, also der, wo jetzt von der Jagdreferentenstelle nach Bichelbach gewechselt ist, dass der auch eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Man hat es gehört, der Bezirk Reute ist mit, was den Abschusszahlen betrifft, ja, kann man zufrieden sein. Wie schauen jetzt tirolweit die Abschusszahlen aus? Es ist so, wir sind ganz massiv bei der Abschusserfüllung abhängig vom Wetter. Wenn zur Jagdzeit im Herbst ein schlechtes Wetter herrscht, dann sind die Abschussquoten hoch. Ich erinnere mich an, beim Rotwild haben wir einmal 98% erreicht. Was war? Es war ein sehr, sehr schlechtes Wetter. Der Wald wurde also weniger aufgesucht. Ja. Und wenn das umgekehrt ist, dass ein wunderschönes Wetter ist und diese Übernutzung der Lebensräume des Wildes durch Freizeitsport hat ein Ausmaß angenommen. Und man kann jetzt nicht hergehen und sagen, die Jäger müssen also, ich fahre ständig mit den Abschusszahlen nach oben, wenn man die anderen Voraussetzungen, um diese Abschusszahlen zu erfüllen, nicht geschaffen werden. Wie zum Beispiel Wildruhezonen, Wildwiesen, Schussschneisen und vor allen Dingen ein funktionierendes Besucherlenkungssystem. Wenn wir
jeden Quadratmeter Wald und Lebensraum des Wildes mit Freizeit nutzen, ja, dann wird das Wild unsichtbar für uns Jäger. Dann ist es nur noch in der Nacht, aber es ist ja mit der neuen Beleuchtungstechnik, der Bezirksjägermeister hat es ja auf den Punkt gebracht. Er wird ja die Nacht zum Tag gemacht und damit ist der Wald ein 24-Stunden-Gratis-Freizeitpark geworden. Das heißt im Klartext, man müsste auch das Freizeitverhalten, was ja in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, dementsprechend lenken. Richtig, das ist eine wichtige Forderung, aber das alleine ist noch zu wenig. Wir brauchen auch Wildruhezonen, Wildwiesen, ja, wo natürlich auch nicht gejagt wird, das ist gar keine Frage, ja, wo sich das Wild also zurückziehen kann, einfach geschützte Bereiche, wo also mehr oder weniger ein Betretungsverbot herrscht. Und das wird aber nur funktionieren, wenn es sanktioniert wird. Freiwillige Geschichten werden nicht funktionieren. Wobei ja, also eigentlich unsere Touristen und die Besucher, die nach Tirol kommen, eher loben muss, die halten sich mehr dran. Es sind leider Gottes eher die Einheimischen, die da eigentlich fahren und tun lassen, was sie wollen. Ja, ich möchte mich an alle Verpächter auch wenden mit diesem ganz klaren Appell, dass wir nicht die Gewinnmaximierung in das Zentrum stellen sollten, sondern die Qualität der Jagdausübung und die Leistbarkeit für unsere heimischen Jägerinnen und Jäger sollte gewährleistet bleiben. Ich muss jetzt noch kurz auf diesen Vorfall, nach was in Südtirol mit diesem Beutegreifer passiert ist, zurückgreifen. Wie Sie wissen, wurde ja der Abschuss kurzfristig wieder aufgehoben, also er darf nicht abgeschossen werden. Wenn jetzt sowas bei uns passieren würde, was wir alle zusammen natürlich nicht hoffen, wie reagiert man darauf? Ja, ganz kurz zurückzukommen auf das Trentino. Ich finde das gelinde gesagt auch eine Frechheit, dass hier einmal mehr die NGOs gegen diesen Bescheid nun der Trentiner Regierung Beschwerde erhoben haben und dementsprechend den Abschuss blockieren. Bei uns ist das nicht möglich, Gott sei Dank, weil wir eben eine entsprechende Verordnung erlassen haben, gegen die nicht Beschwerde erhoben werden kann. Abschließend, Sie haben sich vielleicht ein bisschen schon umgeschaut zu dieser Trophäenschau, Pflicht-Trophäenschau in Reute. Was ist Ihr Eindruck? Ich muss sagen, der Bezirk Reute ist für seine kapitalen Trophäenträger bekannt, aber ich bin tatsächlich sehr beeindruckt und ich kann nur aufrichtig gratulieren und meinen Respekt zum Ausdruck bringen für diese tollen Trophäenträger. Was ist für den Landesjägermeister jetzt ein besonderes Kapitel, was der Jägerschaft und das die Nägel brennt? Ganz wesentlich ist mir, dass wir ganz massiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben, sowohl nach innen zu unseren Mitgliedern als auch nach außen. Weil es wird eine Forderung sein, eine gesellschaftspolitische Forderung, dass wir einen klimafitten Wald bekommen. Und ich fürchte, wenn das nicht gelingt, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, in der es notwendig ist, dass wir am Ende des Tages dann sozusagen Schuldzuweisungen nicht nur von der Öffentlichkeit kommen, sondern vom Forst kommend, dann auf die Öffentlichkeit übergeht.